Du bist unversehrt. Ein Glück. Was ist mit Minfilia? Hast du sie gefunden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kriele, bitte antworte mir ganz ehrlich. Was hältst du von all dem? Minfilia hatte eine sehr starke Verbindung zu Heidelin. Es scheint unglaublich, doch ich denke, es ist wahr. Unsere Freundin ist wohl tatsächlich in der Seele des Planeten aufgegangen. Dann ist Minfilia für uns verloren? Minfilia, wo der Bund doch endlich wieder... Gerade du hättest eine glanzvolle Rückkehr sehen sollen. Glanzvolle Rückkehr. Genau dieser Glanz hat eure Minfilia umgebracht. Aber Maitoya... Also, Junge. Sag doch mal ehrlich, was war dein Ziel? Eorzea retten, nichts anderes. Das ist das erklärte Ziel des Bundes. Die Machenschaften der Ascians, die Bedrohung durch die Primae, all diese Gefahren für Eorzea wollen wir beseitigen. Ein grandioses Programm. Und vor lauter Heldenmut entgehen euch die einfachsten Tatsachen. Nämlich... dass ein hoher Einsatz auch einen großen Verlust bedeuten kann. Ihr denkt, ihr habt die Welt so gut wie gerettet. Bah! Bisher habt ihr nur kleine Geplänkel erlebt. Aber nur zu, macht weiter. Doch seid euch im Klaren, dass der eine oder andere für euren glanzvollen Bund ins Gras beißen wird. Das ist der Weg, den ihr gewählt habt. Geht ihn mit nüchternem Blick. Oder geht ihn gar nicht. Mein Entschluss steht fest. Ich habe von Anfang an mit ganzem Herzen an unsere Sache geglaubt. Es sind nicht nur große Worte. Es ist mein aufrechter Seelenwunsch. Wir kennen nun die Motive der Ascians. Da werden wir doch jetzt nicht aufgeben. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass niemals wieder eine neue Katastrophe geschehen kann. Kriele, du musst mir bei einer Sache helfen. Bitte begleite mich. Ja, natürlich. Tankred! Minfilia, bitte vergib uns. Und zu solch traurigem Anlass wünsche ich euch wieder einen herrlichen guten Tag bei Let's Play Final Fantasy XIV Heavensward. So, ich löse jetzt mal die Gruppe auf, mit der wir in der letzten Folge unterwegs waren. Und wir wollen dann gleich mit Alfino sprechen. Ich kann es nicht glauben. Minfilia einfach verloren? So darf das doch nicht enden. Komm, lass uns weitermachen. Du hast recht. Wir dürfen die Gefahr nicht ignorieren, vor der uns Minfilia gewarnt hat. Wenn wir Zodiac nicht aufhalten, kann es niemand.
Aber wer weiß, was wir in diesem Kampf noch alles verlieren werden. Das hat ja damit nichts zu tun. Junge, Junge, hast du es immer noch nicht verstanden? Opfer müssen gebracht werden, um Ziele zu erreichen. Ich werde Tataru erzählen, was wir über Minfilia herausgefunden haben. Flamin und die anderen möchte ich vorerst noch nicht damit behelligen, solange wir nicht ganz sicher sind, wissen, was mit Minfilia geschehen ist und ob es für sie wirklich kein Zurück mehr gibt. Orianger dürfte sich brennend für die Informationen über Zodiac interessieren. Ich werde ihn bitten, noch intensiver als bisher nach den Aschien zu forschen. Du, Dufte, hast dir etwas Ruhe verdient. Erhol dich vor den Strapazen. Ich kümmere mich um alles, was noch so zu erledigen ist. Ach ja, von Großmeister Emmerich kam eine Einladung zu einer Friedensfeier. Dabei darfst du natürlich nicht fehlen und die Feier wird bestimmt eine willkommene Abwechslung. Melde dich bei Großmeister Emmerich in der Kongregation der Tempelritter. Okay, meinetwegen. Ab in die Fundamente, würde ich behaupten. Ich bin mal gespannt. So. Ach, komm schon. Ja, in der letzten Folge war schon ein bisschen Schwierigkeiten mit Ton und Bild und so weiter. Die ganze Zeit kommt mein Antivirenprogramm an und will mit sich irgendwie aktualisieren. Finde ich ja auch eine ganz tolle Angelegenheit, aber doch nicht immer dann, wenn ich aufnehme. Das ist ja fast so schlimm wie Windows-Updates. Ach ja, Moment. Ich weiß es gleich. Ich weiß es gleich wieder. Vergessener Ritter. So. Und da sind wir auch schon bei der Kongregation. Mal schauen, was der gute. Emmerich von uns jetzt möchte. Du möchtest du Großmeister Emmerich? Wohlan, hier entlang. Du bist meiner Einladung gefolgt. Wie schön. Ich danke dir für dein Kommen. Gerade du solltest bei der Friedensfeier dabei sein. Du erinnerst dich an den Zwischenfall, bei dem die Brüder des wahren Glaubens sich in der Kurie verschanzt hatten und Widorfnir urplötzlich erschien, um der letzten Geisel das Leben zu retten? Als die Leute sahen, wie ein Drache ein Ischgarder Mädchen vor dem Tod bewahrte, begannen viele zu begreifen, dass ein Zusammenleben mit den Drachen doch möglich sein kann. Aber ich denke, wir brauchen auch einen symbolischen Akt, um diese Hoffnung zu festigen und den Frieden zu besiegeln. Deswegen habe ich diese Feier anberaumt. Und Widorfnir wird kommen. Das alles habt ihr möglich gemacht. Du und der Bund der Morgenröte. Natürlich sind die Kämpfe gegen Drachen damit noch nicht Vergangenheit. Denn wenn Nitox Schar wieder angreifen sollte, werden wir zu den Waffen greifen müssen. Aber es ist ein Anfang. Endlich werden wir unsere Kräfte für die Reform Ischgards einsetzen können, statt uns auf dem Schlachtfeld zu verausgaben. Es ist nichts, keine Sorge. Lucia ermahnt mich ständig, dass ich an meine Wunden denken soll, aber... Vor allem müssen wir verhindern, dass so etwas wie die Geiselnahme in der Basilika wieder passiert. Ich war in den Schwaden unterwegs, im Strebewerk, überall und habe mit den Bürgern gesprochen. Ich weiß von ihren Zweifeln und Nöten und habe dafür gesorgt, dass sie gelindert werden. Dank meiner Maßnahmen ist auch das Lager der Papsttreuen fast verstummt. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Frieden offiziell mit einer Feier zusammen mit den Drachen zu besiegeln.
Du gehörst zu den allerwichtigsten Gästen. Es wäre mir eine Ehre und Freude, dich bei der Zeremonie zu sehen. Die Feier soll übrigens nicht in Ishgard stattfinden, sondern an der Grenze unserer Gebiete, in Falkenhorst im westlichen Hochland. Lucia überwacht die Vorbereitungen vor Ort. Sie kann dir den geplanten Ablauf erklären. Ach, noch etwas. Wenn alles gut über die Bühne gegangen ist, würde ich gern mit dir auf unseren Erfolg anstoßen und dir nochmals meinen Dank bezeugen. Welch seltsame Geste, aber super. Auf nach Falkenhorst. Wo kann man denn besser Party machen als bei Glühwein und wie heißt das? Bei Glühwein und Kälte. Perfekt. So wünsche ich mir die Feiern. Mal schnell meinen Kaffee runterkippen. Perfekt. So. Jetzt bin ich gestärkt. Jetzt können wir uns auf Friedenfeier vorbereiten. Oh, da fällt mir an, ich habe noch Hotdogs. Oh, geil. Davon muss ich mir auch gleich noch welche reinpfeifen. 3 Stück noch. Hm, lecker Hotdogs. So, willkommen in Falkenhorst. Wir kennen dieses Gebiet ja schon. Oh, und irgendeine Animation hat sich geändert. Wenn man läuft und dann sprintet. Oh yeah, das sieht ja awesome aus. Sieht nicht mehr so hechtend aus. Na, das sieht doch richtig cool aus. Gefällt mir. So, Lucia. Ah, Düfte. Du hast die Einladung von Großmeister Emmerich bekommen. Ja, ganz recht. Die Friedensfeier soll hier stattfinden. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Sieh mal da. Der Vorhang verbirgt ein Relief, das bei der Friedensfeier gezeigt werden soll. Es ist fast fertig. Großmeister Emmerich hat das Relief in Auftrag gegeben, um uns und unsere Nachfahren an den Friedensschwur zu erinnern. Obwohl ich nicht in Ishgard geboren bin, blicke ich der Feier mit großer Vorfreude entgegen. Sie wird zweifelsohne einen Wendepunkt in der Geschichte Ishgards. Ich fühle mich geehrt, dass Großmeister Emmerich mich mit den Vorbereitungen betraut hat. Und ich werde peinlich genau darauf achten, dass mir keine Fehler und dass mir kein Fehler unterläuft. Etwas Zeit bleibt uns noch bis zum großen Tag und mit den Vorbereitungen möchte ich dich nicht behelligen. Auch deine eine Heldin braucht ab und zu ein wenig Ruhe. Das ist lieb. Na komm, was ist deine nächste Aufgabe? Wir wissen doch ganz genau, dass ihr uns nicht mal 5 Minuten Ruhe lassen könnt. Es war so klar. So, in freudiger Erwartung. Also dann, ich habe noch etwas zu erledigen. Willst du dir so lange die Zeit in Falkenhorst vertreiben? Aus vielen Landesteilen kommen Leute hierher, um den der Friedensfeier beizuwohnen. Autorelle und Emmanuel Fortin sind ebenfalls hier und helfen bei den Vorbereitungen. Nur zu, sieh dich um und sprich mit den Leuten und vertreib dir die Zeit. Wir sehen uns dann später. Nice. Reden wir mal mit den Leuten. Redwald, mein alter Freund. Oh, wie schön, du bist der Einladung gefolgt. Die Anwesenheit der Kriegerin des Lichts wird unsere Ritter anspornen, sich mit ganzer Kraft ins Zeug zu legen. Hier in Falkenhorst haben wir soweit alles unter Kontrolle, aber hoffentlich tanzt im Umland niemand aus der Reihe. Widofnir müsste aus der Richtung des Ravanischen Vorlands geflogen kommen. Es wäre ein Drama, wenn ihr unterwegs etwas zustoßen würde. Oh, weia. Westlich von hier lagern Ritter, die sich das der Drachenjagd verschrieben haben. Phineas Vollstrecker, ich bete zu Alone, dass sie einsichtig sind und sich ruhig verhalten. Ich wäre mir nicht so sicher, Leute, ne? Ich sag nur, Waljagd ist auch verboten. Das hindert die Leute nicht daran, Wale zu jagen.
Ich weiß, die Feier ist noch etwas früh, aber ich wollte mir rechtzeitig einen guten Platz sichern. Großmeister Emmerich hat wahrlich Großartiges geleistet. Als er den Papst gestürzt hat, war ich mir zuerst nicht sicher, ob er nicht übergeschnappt war. Aber er hat sich meiner Meinung nach als vertrauenswürdig erwiesen und die Dinge zum Besseren gewendet. Er hat sich unsere Sorgen und Nöten angehört und seine politischen Maßnahmen verständlich erklärt. Jetzt blicke ich mit meiner Familie einer glücklichen Zukunft entgegen. Schön. Und wen haben wir hier? Ich freue mich ja so auf die Feier. Sobald wir Frieden mit den Drachen geschlossen haben, wird sich auch der Streit mit den Heretikern legen. Nie wieder sollen Brüder und Schwestern gegeneinander kämpfen müssen. Zumindest habe ich gehört, dass sich Großmeister Emmerich für eine Versöhnung mit den Heretikern einsetzt. Ich bin jedenfalls dafür, dass wir ihre Verbrechen einfach vergessen und uns versöhnen. Das ist so schön. Das freut mich. Also Friede, Freude, Eierkuchen. Ist das süß. Oh, guck mal hier, Arthur Rell, der kleine, dumme Drecksack. Ah nee, das ist der große von den beiden, ne? Ups, sorry. Hallo Dufte, deine Anwesenheit ehrt uns und lässt mich voller Stolz daran zurückdenken, wie wir gemeinsam die besetzte Kuri gestürmt haben. Der Friedensbewegung wurde damals eine tiefe Wunde geschlagen, doch mit der Friedensfeier werden wir nun auch diese Wunde schließen. Ich freue mich sehr, Lucia bei der Vorbereitung zur Hand gehen zu dürfen. Schön. Was ist das? Verzeiht die Unterbrechung, Arthur, auf ein Wort. Selbstverständlich. Gibt es Probleme? Leider ja. Phineas Vollstrecker, Sie haben meinen Befehl erhalten, auf gar keinen Fall Fidovni anzugreifen. Die meisten von ihnen wollen den Befehl Folge leisten, doch einige andere haben geschworen, bis zum letzten Blutstropfen gegen die Drachenbrut zu kämpfen. Die Gespräche gestalten sich, gelinde gesagt, schwierig. Oh je, wenn sie Fidovni auf ihren Weg hierher angreifen, können wir die Friedensfeier vergessen. Ja, das wäre eine Katastrophe. Wir müssen die Sturköpfe dazu bringen, stillzuhalten. Die Tempelritter, der ihnen meinen Befehl überbracht hat, haben sie schnurstracks zurückgeschickt. Wenn überhaupt, wollen sie nur mit den Hauptverantwortlichen verhandeln. Also mit mir oder dir, Arthurell. In Ordnung, ich gehe mit. Ich will's nicht unversucht lassen, um die Situation zu erklären. Dufte, kannst du mir einen Gefallen tun, während ich unterwegs bin? Mein Bruder, Emmanuelin, hat sich noch nie mit besonderer Tatkraft hervorgetan, doch in letzter Zeit wirkt er geradezu apathisch. Um ihn etwas auf Trab zu bringen, habe ich ihn mit Wachaufgaben betraut, doch ich fürchte, sobald ich ihn aus den Augen lasse, wird er, nun ja, seine Pflicht vernachlässigen. Könntest du ein Auge auf ihn haben und ihm Beine machen, wenn er faulenzt? Bitte, es ist zu seinem Besten. Danke. Ich weiß, auf dich ist Verlass. Nun kann ich mich beruhigt auf den Weg machen, um Phineas Vollstrecker zur Vernunft zu bringen. Super. So, wo sind denn die Guten? Hier ist ein Manalö. Auf den Wolf gekommen. Nein, bitte nicht jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass du gerne Zeit mit mir verbringen möchtest, aber im Augenblick ist mir nicht nach Gesellschaft zumute. Faulenzen? Ich? Ich doch nicht. Ich bin wahnsinnig beschäftigt. Ah, da kommt mir eine grandiose Idee. Du könntest mir dabei helfen, die Umgebung von Falkenhorst zu bewachen. Die anreisenden Besucher haben angeblich eine Meute hungriger Geisterwölfe angelockt. Es wäre schrecklich, sollte einer unserer Gäste unterwegs gefressen werden. Hier. Ich markiere die in Frage kommende Stelle auf deiner Karte. Lauf sie ab und erlege alle Wölfe, die du entdeckst. Ich bewache derweil den inneren Bereich der Festung. Komm, Honora. Gnädige Dufte, vielen Dank für eure Hilfe. Drecksaufgaben. Ich liebe es. So, ein paar Punkte haben wir. Das geht ja aber eigentlich auch von der Entfernung her. Hätte mir schon Schlimmeres erwartet. Ich hoffe, das sind auch nur die zwei Punkte. Ja, doch, hier. Ausschau halten, Geisterwölfe besiegen. Check. Dann haben wir Zielort 1.
Ausschau halten. Glotz, Blick, hin und her guck, starr. Oh, Geisterwölfe. Mann, 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 du. Wer hätte denn damit gerechnet hier? Klatsch in your face. Rums. Oh, ich habe sogar noch Schildeid an, fällt mir gerade auf. Ah, ich dachte gerade eben, was geht denn hier ab? Oh, ich helfe der guten Dame hier mal. So. Das finde ich einfach nur nett, weil die Caster dann doch ganz gerne mal Probleme haben mit Schaden einstecken. Das ist sehr nett. Oh, Mist, da bin ich voll in die Paralyse gelaufen. Damit läuft der Hase auch. Zack. Nein, ich betrete die Gruppe jetzt nicht. Ja, ist klar. Fliegender Dingens hier oder was? Ihr mich auch. Ich will auch sowas Cooles haben. Fliegenden Magitech. Eine fliegende Magitech-Rüstung. Nein, ich habe ja sowas eigentlich. Ich glaube, ich habe auch eine Magitech-Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob es eine goldene ist. Ich glaube, eine goldene ist es nicht. Aber zumindest eine normale Magitech-Rüstung. So. Emanuela. Oh, da bist er ja. Da ist er ja wieder. Wie ist die Patrouille gelaufen? Der Innenbereich von Falkenhorst ist jedenfalls sicher. Ich habe alles vom zentralen Platz bis zum Abort gewissenhaft überprüft. Ach ja, mir ist jemand begegnet, der nach dir gefragt hat. Ein Freund von dir mit silbrig-weißem Haar, der geholfen hat, die Brandstiftung aufzuklären. Ja, genau, Tankred, so heißt er. Er sucht nach dir. Da ich nicht verantworten konnte, dass er sich womöglich langweilt, habe ich ihn für den Wachschutz eingespannt. Er ist noch nicht wieder zurück. Möchtest du vielleicht nachsehen, wo er bleibt? Ehrlich jetzt. Da hinten hin oder was? Tatsache. Mann, Mann, Mann. Auch das noch. Schon wieder so ein weiter Weg. Ach, der muss natürlich auch Wölfe töten. Sind wir gleich da? Jetzt sind wir aber gleich da. Nur noch hier runter. Weiter runter. Da ist er ja. Tankred. Hi. Dufte. Da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Ja, ich habe die Geisterwölfe erledigt, die diese jungen Ritter auf dem Weg zur Friedensfeier hier überfallen haben. Eigentlich bin ich hier, um dir zu helfen. War ja abzusehen, dass man dir keine lange Auszeit gönnt, sondern dich gleich wieder mit gefährlichen Aufgaben betraut. Hier gibt es für uns jedenfalls nichts mehr zu tun. Der junge Spross des Hauses Fortun wird sich freuen zu hören, dass die Umgebung sicher ist. Ja, warum bin ich jetzt nochmal hierher gekommen? Ach ja, Tankred einsammeln. Ganz vergessen. Den Weg gönne ich mir mal auf die einfache Art und Weise, indem ich mich hier rüber teleportiere. Und zoom. Lauf. Dufte Mieze. Lauf. So, Emanuela, Tankred und Onoa.
Hallo, meine Liebe. Wie ich sehe, hast du Tankred gefunden. Da bin ich aber froh. Danke eurer Hilfe konnte die Sicherheit der Umgebung gewährleistet werden. Den Wölfen dürfte klar geworden sein, dass sie hier keine leichte Beute erwarten können. Die Meute wird uns nicht mehr behelligen. Damit kann ich eine Aufgabe abhaken. Ach, aber leider ist noch kein Ende in Sicht. Dabei habe ich keine Lust mehr, mich um irgendwas zu kümmern. Naja. Du? Ich mag dich nicht, Junge. Du kleiner Sackdo. Du hast genug für mich getan. Ruh dich aus. Wenn mein Bruder erfährt, dass ich mir von unseren Gästen helfen lasse, wird er mir wieder eine Moralpredigt halten. Im Erdgeschoss der Kaserne haben wir eine provisorische Schenke für die Friedensfeier eingerichtet. Du kannst dich da stärken. Ich schaue mich noch etwas um. Bin ja gerade erst angekommen. Dufte, sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Okay. Mach ich dann. Herzlich willkommen. Bitte nimm Platz und mach es dir gemütlich. Hier, geht aufs Haus, zur Feier des Tages. Das wird die Kälte aus deinen Knochen vertreiben. Essen kann ich dir erst später anbieten. Heute ist so viel los, da kommen wir mit den Bestellungen kaum hinterher. Ach, wie froh doch alle sind. Nach all den Schrecken des Krieges haben sie nun Hoffnung auf Frieden. Das muss gefeiert werden. Und ich tue, was ich kann, damit es ein unvergessliches Fest wird. So unvergesslich wie die Erinnerung an meinen Geliebten, der dem Klauen eines Drachen zum Opfer fiel. Kann der Frieden je die Wunden heilen, die der Krieg gerissen hat? Du hast schon genug angerichtet.